Hallo liebe Piraten und willkommen zurück zu Let's Play The Pirate Caribbean Hand. Tja, in der letzten Folge ist Lavus leider gestorben und seine Le Postillion ist in der Nähe von Saba Island versenkt worden. Doch wir stehen bereits mit einer neuen Flotte bereit und werden uns nun um Sam Bellamy kümmern, der die letzte Schlacht mit uns überlebt hat. Doch in dieser werden wir ihn endgültig vernichten. Also dann, Leute. Auf nach Tortuga! Ei, auf nach Tortuga! Tortuga, die Hochburg der Sieben Sünden, ist Black Sam Bellamys neues Zuhause. Eine Galeone, zwei Bricks und zwei Schrone sind eine Herausforderung. Aber wir müssen angreifen, bevor seine Flotte noch größer wird. Dann los! Alle Mann, greife feindliche Schiffe an. Und wir türmen uns auch ins Gefecht hinein. Und hoffen, dass wir auf Sam Bellamy im Gefecht treffen. Dort ist nämlich seine Galeone. Kanonen, Feuer bereit! Achtung und Feuer! Verdammt nochmal, wir wollen Sam Bellamy vernichten. Aber vorher müssen wir wohl seine Bricks hier. Vernichten. Feuer! Hoffen wir mal, dass die anderen Piraten ihr wisst schon. Es auch schaffen. Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Achtung, noch eine Salve, Leute! Und Feuer! Zusammenarbeit mit unserer Schnau. Warte mal, Moment mal, das hier ist nicht unser Schiff. Alle Mann, Feuer! Und nochmal, alle Mann, Feuer! Das ist deine Brick hier. Und alle Mann, Feuer! Und Feuer! Oh Mann, wir richten hier kaum Schaden an, wenn ich mir das so ansehe. Feuer! Wir machen mal doppelte Rebelle, doppelte Reichweite hier. Die wollen uns in einen Hinterhalt locken, die Schweine.
Los, Männer, ladet nach, laden, laden, laden! Feuer! Und versenkt. Ja, wir sind gut. Wir sind gute Piraten. Los, lasst uns in den Schoner reingrachen. Fährt er etwa weiter? Nee, der wird zum Frachter. Sehr gut. Oder zur Fracht, besser gesagt. Dann fahren wir weiter. Okay, diese Brick ist ein Feind. Und deswegen fahren wir jetzt hinterher. Wir sollten uns aber mit starken Waffen beladen. Weil sonst kriegen wir mächtig eine aufs Maul. Achtung und Feuer! Und Feuer! Yes, Stützpunkt erobert. Lou will einfach nicht sterben. Er konnte beim Kampf auf Sommerheil in den kommen. Er ist wütend auf dich und das Bündnis unterstützt ihn immer noch. Sie denken, er könnte ihn nützen, da er die Politiker in London gut kennt. Er scheint uns zu vermissen und hat Nassau zu seinem neuen Nachbarn erklärt. Wir sollten ihn besuchen. Okay, das sollten wir in der Tat mal tun. Denn der Schwein hat die... ihr wisst schon, die Baron Arthur versenkt dieses Schwein, das Schiff, was uns im ersten Part, in den ersten Parts die ganze Zeit lang begleitet hat. So ein Schwein. Okay, wir nehmen am erstmal Tortuga ein und machen daraus einen richtigen Piratenhafen. Yay! Und das geht wieder in die Crew rein. So, wir reparieren hier schon mal. Und versuchen dann auch unsere Vorräte aufzufüllen. Die White Shark hat nichts mehr an Bord. So, wir brauchen wieder neue Männer natürlich. Die White Shark wird auch einige Kugeln jetzt bekommen. Wir nehmen uns auch noch mal ein paar hier. So, wir haben wieder ein neues Level erreicht. Und werden nun Verwüster. Damit können wir dann Städte noch einfach einnehmen. So, bauen wir doch mal die Gebäude etwas aus. Und weitere Gebäude natürlich. Alles schön ausbauen. Oh, das geht natürlich noch nicht. Das schalte ich dann offline frei.
Aber in dem Falle haben wir erstmal aus Tortuga jetzt eine weitere Piratenstadt, eine richtige Piratenstadt gemacht. Unsere Flotte geht erstmal hier vor Anker. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann geht es dann wirklich ab nach Nassau, was noch hier an der Grenze liegt. Und das machen wir auf jeden Fall zur Piratenrepublik. Also Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Und vergesst nicht, Leute. Sind die Daumen nach oben, dann wird man schloben. Bis dann und ciao.